Moment bitte, die Stunde ist noch nicht um. Die Hausaufgaben. Schlagt bitte Seite 85 auf. Ihr seht da eine Zusammenfassung der Ereignisse, nachdem Napoleon 1804 zum Kaiser gekrönt wurde. Ergänzt bitte das, was da steht, mit dem, was wir heute durchgesprochen haben. Schriftlich? Na Logo. Liste abschreiben und dann chronologisch einfügen. Was hat das zu bedeuten? Es ist 9 Minuten vor 11. Komische Zeit für einen Probealarm. Ich wüsste auch gar nicht, dass der geplant war. Egal, machen wir weiter. Also, nächste Woche werden wir uns die Französische Revolution vornehmen. Und zwar... Achtung, Achtung! Hier spricht Direktor Tobel. Seid mal alle still! Soeben wurde von der Landesregierung ABC-Alarm ausgelöst. Daher ist die Schulleitung angehalten, den Unterricht sofort abzubrechen und alle Lehrer und Schüler aufzufordern, sich unverzüglich und auf dem schnellsten Wege nach Hause zu begeben. Bitte Ruhe bewahren. Es besteht kein Grund zur Panik. Ende. Ihr habt es gehört. Also geht alle schnell nach Hause. Aber diszipliniert, wenn ich bitten darf. Endlich mal was los in dem Laden hier. Was ist denn passiert? Ich weiß auch nicht mehr als ihr. Es wird schon nicht so schlimm sein. Sicher nur eine Vorsichtsmaßnahme. Jana, Bertha? Taxi gefällig? Oh, wäre prima, Lars. Mein Bus fährt erst in einer Stunde. Steig ein. Wofür geht man mit jemandem in die gleiche Schule, der einen Führerschein hat und auch noch in der Nähe wohnt, was? In der Nähe ist gut. Egal. Ich fahr durch Schlitz durch. Kein Umweg? Ach, kaum. Oh, eine Panik ist das hier. Wahnsinn. Wenn man nur wüsste, was los ist. Können wir das Radio anstellen? Funktioniert nicht. Ich habe auf der Straße vorhin irgendwas von Alarm in Grafenrheinfeld gehört. Steht da nicht das Atomkraftwerk? Allerdings. Wenn da ein Super-GAU passiert ist, dann können wir alle einpacken. Du meinst, Radioaktivität ist vielleicht ausgetreten? Ich mag gar nicht dran denken. Was heißt GAU eigentlich? G-A-U ist eine Abkürzung für größter anzunehmender Unfall. Damals in der Ukraine, 1986. Wir haben das in der Schule besprochen. Als dieser Atommeiler in Tschernobyl hochging, da war alles vergiftet. Alles. Luft, Wasser, Boden, Lebensmittel, Wohnungen. Oh Gott. Die Menschen da sind krepiert wie die Fliegen. Selbst wir waren davon betroffen. Obwohl Tschernobyl immerhin 1500 Kilometer weg ist. Und Grafenrheinfeld? Wie weit ist das von uns entfernt? 70, 80 Kilometer sowas. Ist gleich bei Schweinfurt. Schweinfurt? Mhm. Meine Eltern sind gerade da. Mein Vater hat eine Tagung und Mutti und mein kleiner Bruder Kai sind mitgefahren. Sie wohnen alle bei Jo. Jo? Naja, meine Oma. Die Mutter meiner Mutter.